Mods sind ja eine tolle Möglichkeit, die Lebenszeit eines Spiels zu verlängern. Dumme ist dabei nur, wenn ein Entwickler keine Mod-Tools zur Verfügung stellt, oder? Das ist richtig. Das war zum Beispiel bei Risen so. Das hat nun auch schon einige Jährchen auf dem Buckel. 2009 ist es, glaube ich, erschienen. Und wie du siehst, sehen wir in Risen jetzt Kamerafahrten. Das war vorher nicht möglich. Das ist nämlich eine Mod zu Risen, das lange Zeit als unmodbar galt, eben weil es kein Modkit gab. Aber jetzt haben sich findige Entwickler hingesetzt, Hobbyentwickler, und haben es geschafft, da doch eigene Inhalte für zu basteln. Noch fühlen. Hungrig. Wir schaffen uns ein bisschen Fleisch. Ja, das Ganze ist auch eher so gedacht als so ein Proof of Concept. Also es soll einfach zeigen, ja, da sind jetzt Mods möglich und das könnt ihr machen. Deswegen ist es auch nicht ganz so, ja, ich sag mal, professionell. Wir haben gerade mal die Sprachausgabe gehört. Ist natürlich sehr amateurhaft. Sie ist deutsch vertont, aber es ist natürlich von Hobbyentwicklern gemacht. Das ist natürlich kein Standard, den man von einem Vollpreisspiel erwarten kann. Aber immerhin ist eine Sprachausgabe drin. Die Story ist so, dass man auf einer vollkommen neuen Insel strandet, zusammen mit zwei Brüdern, und muss jetzt quasi versuchen, da wieder wegzukommen. Blöd ist nur, das Schiff ist kaputt, das Segel ist weg und ich muss halt alles erstmal reparieren. Und meine ersten Quests sind natürlich, mich darum zu kümmern, dass das Lager vor allen Dingen sicher ist und Essen zu beschaffen. Das, was ich hier gerade gemacht habe. Also das typische Gothic-Ösen-Gameplay, Besorgung, Monster umhauen und Sachen braten. Ja, man hat sogar mehrere Möglichkeiten, Sachen zu lösen. Hier in dem Fall, um an eine bessere Waffe zu kommen, kann ich entweder den einen Bruder beschwatzen, dass er sie mir gibt, oder ich kann im Gespräch einfach mal versuchen, einen Taschendiebstahl durchzuziehen. Ja, und die Entwickler haben auch neue, ich sag mal, Interaktionsmöglichkeiten eingebaut. Es gibt da ein paar Sachen, zum Beispiel, wie ihr am Anfang gesehen habt, der Held kann jetzt selber mal Musik machen, was früher immer nur die NPCs konnten. Es gibt ein Seil, mit dem man klettern kann. Jede Menge Monster, die man umhauen kann. Und man trifft einen Magier, der auch gleichzeitig als Händler fungiert. Und bei dem kann man sich später mit neuen Dingen und Sachen eindecken. Außerdem haben sie noch so kleine Geheimnisse und Gimmicks eingebaut. Das ist ganz nett. Man kann Schätze finden, man kann einen Ring finden, mit dem man schleicht. Und man findet diesen tollen grünen Kristall. Und mit dem kann man nicht meditieren, sondern fliegen. Nein, levitieren. Levitieren, genau. Schweben. Und so kann man zum Beispiel ein geheimes Gebiet entdecken. Aber da will ich jetzt nicht zu viel davon verraten. Und wie es sich halt gehört für ein ordentliches Rollenspiel Risen, auch hier wieder gilt es, Sachen besorgen, neue Waffen sich anschaffen und natürlich alles das, was man findet, nicht ewig mit sich rumtragen, sondern bei einem Händler verticken. Der hier heißt Aaron, den findet man da, der lebt auf der Insel im Exil und er hat eine sehr geheimnisvolle Vergangenheit, über die erfährt man im Laufe der Geschichte auch noch ein bisschen was. Ja, und gruseln kannst du dich so in etwa... Naja, wenn man durchrennt, ist man vielleicht knapp in einer Stunde durch, aber wenn man wirklich alle Geheimnisse sich anschauen will und rauskriegen will, so 1 bis 2 Stunden Spielzeit hat das Ding schon. Also ist, glaube ich, auch vor allem spannend für Leute, die selber modden wollen und auch mal sehen wollen, was da möglich ist. Ja, und wie geht's jetzt weiter mit den Mods in Risen? Ja, also die Jungs von Neuland wollen auf alle Fälle schon mal eine Enhanced Edition rausbringen, zumindest planen sie das. In der kann man dann vielleicht sogar noch Magie seinem Spieler beibringen. Und es gibt schon 2 Gothic 2 Modder, die sich bereit erklärt haben und an einer mehrstündigen Risen-Mod jetzt arbeiten. Ja, prima. Und wo kriege ich jetzt das Neuland her? Tja, das verraten wir dir und den Zuschauern und Lesern hier unten in unserer Bauchbinde. Lass mich nicht mehr!